So, hallo Leute, ich bin's mal wieder und es hat sich nach all der Zeit wirklich eigentlich so gar nichts gebessert. Es ist fast noch schlimmer geworden. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier habe ich vor wie vielen Tagen hochgeladen? Vor ziemlich vielen. Im Moment habe ich hochgeladen am 7.7. Ist jetzt auch schon 2 Tage her. Mein Minecraft-Part. Hat 84 Aufrufe, aber als das nicht schlimm genug wäre, sind die Bewertungen echt im Keller. Also im Keller. Da kann man, ja. Also ich finde es eigentlich auf YouTube, was ich da für einen Entwicklung getan hat, dass halt neue Ideen, neue Formate nicht mehr so gut ankommen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade, weil ich habe mir da einen Plan gemacht, ich habe mir da was Neues überlegt, was Innovatives, um euch halt was Neues zu bieten, was ihr noch nicht kennt. Und ist natürlich klar, dass die meisten da an dem Alten festhalten, aber man könnte sich ja wirklich darauf einlassen, dass auch mal neue Sachen, dass man sich das mal zu Ende anguckt und nicht sagt, das ist was, das kenne ich noch nicht, gebe ich dir mal einen Daumen runter, klicke ich gar nicht erst an. Also, das finde ich auf YouTube ziemlich schade in letzter Zeit, was da abgeht. Richtig schade. Ich meine, jetzt guckt jeder nur noch irgendwie White Titty, die jeden Tag das Gleiche machen und so neue Sachen werden halt nicht anerkannt. Das Format wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht weitergeführt, weil ich brauche das halt, also ich muss halt was machen, was sich auch ein bisschen rentiert, weil von irgendwas muss man halt leben als YouTuber. Ich mache jetzt erstmal in Zukunft mit der Rhodes Talk weiter und mache das auch ein bisschen anders, weil die Klicks haben sich da auch nicht wirklich verbessert. Ich werde das jetzt nochmal neu aufziehen, nochmal ein bisschen anders machen und ja, ihr werdet es dann sehen in der nächsten Folge. Das müsste dann Folge, Moment, ich guck mal eben. Folge. Welche ist denn das dann? Die letzte war jetzt halt Folge 24. In Folge 25 seht ihr dann halt was komplett Neues und ich hoffe, dass ihr da mal, also ich würde euch wirklich bitten, dass ihr da mal wirklich ein bisschen aufgeschlossen seid, mal euch auf ein neues Thema einlasst, anstatt dem direkt einen Daumen runter zu geben, weil es was Neues ist, was ihr noch nicht kennt. Okay, ciao.